Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der UFO-TV-Wochenschau. Diesmal mit folgenden Themen. Elizondo, eine vorläufige Bilanz. Von Medienauftritten, neuen Enthüllungen und Backlash-Versuchen. Tic-Tac-News. Offenbar wissen wir noch lange nicht alles über den Vorfall von 2004. Indien und die Aliens. Der Chef der indischen Raumfahrtbehörde und seine brisanten Aussagen. Neuer Aero-Chef. Wer ist er? Was ist von ihm zu halten? Uri Geller und Co. Videotipps und Ankündigungen. Teilweise in eigener Sache. Vor ziemlich genau einer Woche erschien nach langer Wartezeit das Enthüllungsbuch Imminent von Lou Elizondo. Einiges dazu findet sich schon in der letzten UFO-TV-Wochenschau und auch in der Diskussionsrunde auf ExoMagazin.tv, an der ich letzten Mittwoch teilgenommen habe. Links dazu in der Beschreibung. Inzwischen hat sich extrem viel getan und ich bin froh darüber, dass ich bereits am Wochenende ein Nachspiel, also das Langformat dieses Kanals, über die Inhalte und meine Einschätzung des Buches aufgenommen habe. Dadurch habe ich jetzt mehr Platz für andere Themen rund um Imminent. In der Nachspielfolge gehe ich das Buch Kapitel für Kapitel durch und gebe am Schluss eine Interpretation und Bewertung ab. Wer also mehr über den Inhalt erfahren möchte, kann sich gerne das ganze Video ansehen. Wer nicht gespoilert werden möchte und sich nur für meine Einschätzung interessiert, kann dabei den Hauptteil überspringen. Es gibt Markierungen. Links zu diesem Video sowie zu allen weiteren hier besprochenen Themen natürlich wie immer in der Beschreibung. Also, was hat sich in Sachen Elizondo seit letzter Woche getan? Wirklich sehr viel. Abgesehen von New York Times und Daily Mail, wie schon hier berichtet, gibt es bereits eine Fülle an weiteren Printartikeln und Buchbesprechungen, etwa von Newsweek, The Debrief, Business Today, AP News und The Times of India. In Deutschland hat bisher hauptsächlich Focus berichtet und in Österreich gibt es einen ausführlichen Artikel in der Online-Ausgabe der Kronenzeitung. Wer sich näher dafür interessiert, dem empfehle ich am besten die Begriffe Elizondo und Imminent im News-Bereich von Google zu suchen, da sich ständig neue Artikel dazu gesellen. Wichtiger für die allgemeine Aufmerksamkeit sind allerdings Fernsehberichte und Fernsehauftritte von Elizondo selbst. Letzte Woche gab es ja schon einen persönlichen Auftritt des Buchautors bei der CBS Morgenshow, eines der prominentesten möglichen Foren in den USA überhaupt. Darauf folgte eine einstündige Interviewdokumentation von und mit Ross Coulthard. Diese lässt nicht nur Elizondo selbst ausführlich zu Wort kommen, sondern unter anderem auch seine Frau, die etwa das Auftauchen von geheimnisvollen Orbs im Haus der Familie bestätigt. Das Foto eines herausoperierten Implantats, das sich auch im Buch befindet, wird präsentiert und Elizondo lässt sich vor einigen Regierungsgebäuden filmen, hinter deren Mauern er die UAP-Geheimnisse vermutet. Für Auskenner, vor allem wenn sie das Buch gelesen haben, insgesamt vielleicht nicht viel Neues, aber unschätzbar an Wert für die Öffentlichkeit, die damit erreicht wird. Die YouTube-Version der Sendung hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen nach nur 2 Tagen bereits weit über 700.000 Aufrufe. Dazu kommen noch mehrere hunderttausend Aufrufe von begleitenden, kürzeren Segmenten auf News Nation. So war Elizondo vor ein paar Tagen auch noch Live-Gast in einer Show des Senders. Und das war noch lange nicht alles. Gestern absolvierte Elizondo auch einen Live-Auftritt auf NBC. Zwar nur in einer kleineren Sendung, die als eine der wenigen immer wieder positiv über die UFO-Enthüllung berichtet, aber immerhin, Mainstream ist Mainstream. Noch bedeutender ist ein weiterer Auftritt, diesmal bei der Nachrichtensendung News Live auf ABC, womit die Top 3 US-Sender Elizondo je mindestens einmal zu Gast hatten. Genauso wichtig, vor allem weil es ein anderes und jüngeres Publikum erreicht, war natürlich der Auftritt von Lou Elizondo im Podcast von Joe Rogan.
Allein auf YouTube hatte es nach wenigen Tagen bereits fast 2 Millionen Zugriffe und bietet mit über 2 Stunden einen guten Einblick in das Buch und das Thema. Dazu kommen noch viele weitere Berichte, Kurzauftritte und ausführliche Analysen und Besprechungen auf diversen Podcasts und YouTube-Channels. Etwa mit George Knapp in der legendären Radiosendung Coast to Coast. Möglich, dass ich jetzt sogar noch etwas anderes Wichtiges übersehen habe. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, da die Fülle der Auftritte und Berichte zeigt, dass das Buch wirklich etwas bewirkt. In den Interviews selbst sagt Elizondo meist nicht viel Neues, bis auf Details, die das Bild ergänzen. Aber das muss er auch nicht, da sein Buch tatsächlich vollgestopft ist mit Informationen, über die er jetzt reden kann. Das war auch eines seiner expliziten Ziele. Er hat ja mehrmals erwähnt, dass die Freigabe des Buches durch die Zensurbehörde des Pentagons ihm jetzt ermöglicht, über all das offen zu sprechen, was in dem Buch steht. Eben weil diese Inhalte freigegeben sind. Das merkt man ihm auch an, wenn er gelöst und entspannt über all diese Dinge plaudert. Auch auf seinem eigenen Instagram-Account und seinem YouTube-Channel hat er bereits selbst kurze Videos veröffentlicht. Weitere sollen folgen. So, nun noch zu anderen News rund um dieses Thema. Für etwas Aufsehen und Unruhe haben 2 Zitate gesorgt, die gerade online die Runde machen. Eines stammt von dem Wissenschaftler und AUSEP-Mitarbeiter Eric Davis, eines vom wissenschaftlichen AUSEP-Leiter James Lekatsky. In beiden Zitaten wird die genaue Rolle von Elizondo im Zusammenhang mit AUSEP und ATIP in gewisser Weise in Zweifel gezogen. Ein gefundenes Fressen für Kritiker, die damit ihn und das ganze Buch gerne in einem Aufwasch diskreditieren wollen. Tatsächlich geht es nur um Details. Eine genaue Trennlinie zwischen AUSEP und ATIP und die verschiedenen Veränderungen im Laufe der Zeit ist schwer zu ziehen. Wo genau Elizondo nun dabei war und welche Funktion er genau hatte, das ist immer noch etwas nebulos. Aber die Inhalte des Buches und seine Behauptungen darin werden von den beiden Herren nicht bestritten. Darauf sollte man sich konzentrieren. Eine recht gute Analyse der Sache bringt Jack von Cosmic Road. Für alle, die sich näher mit diesen Internen auseinandersetzen möchten, Link in der Beschreibung. Wichtiger finde ich, dass sich langsam immer mehr Leute melden, die die Aussagen von Elizondo aus einer ganz anderen Position heraus bestätigen. Der erste davon war und ist Harald Malmgren, ein extrem wichtiger Berater mehrerer früherer amerikanischer Präsidenten und anderer Staatsoberhäupter. Über seine Empfehlung des Buches habe ich bereits in den News der letzten Woche berichtet. Inzwischen sind weitere Twitter-Zitate von ihm bekannt geworden, in denen er unter anderem erklärt, dass er von einem hochrangigen CIA-Mitarbeiter über die Realität der UFOs und eines Back-Engineering-Programms aufgeklärt wurde. Und dass außerdem der Großvater von Jeff Bezos daran beteiligt gewesen sein soll. Auch das hätte er offiziell, inoffiziell erfahren. Vielleicht lohnt es sich, den Twitter-Account von Malmgren zu beobachten. Kann gut sein, dass da noch was folgt. Und zum guten Schluss. Wie soll ich sagen, es lohnt sich immer auf Details zu achten und das Kleingedruckte zu lesen. Das haben unter anderem Patrick von Wetted und ich getan und haben dabei dasselbe entdeckt. In den Danksagungen von Elizondo in seinem Buch findet sich nämlich folgende Passage. Vielen Dank an Dan Farrar von Farrar Films, der dabei geholfen hat, dieses Buch zu verwirklichen. Ich bin auch dankbar, in Dans bahnbrechender UAP-Offenlegungsdokumentation vorzukommen, die meiner Meinung nach viele Meinungen zu diesem Thema ändern wird. Damit ist die Katze aus dem Sack. Die 2. schon lang angekündigte Dokumentation über Lou Elizondo wird also von Dan Farrar hergestellt. Ein Name, der in der UFO-Szene bisher noch kaum bekannt ist. Dabei scheint Farrar so etwas wie Mr. Disclosure im Hintergrund zu sein.
Seine Verwicklungen mit dem Thema sind extrem, wenn man sich näher damit auseinandersetzt. So war er Produzent von The Phenomenon von James Fox, der möglicherweise wichtigsten UAP-Dokumentation bisher überhaupt. Und er war Produzent für den Science-Fiction-Film Ready Player One, der von einem UFO-Insider geschrieben wurde und dessen Regie ein anderer UFO-Insider führte, nämlich Steven Spielberg. Darüber hinaus scheint Farrar so etwas wie der Medienmanager von Lou Elizondo zu sein. So war er es, der die berühmte 60 Minutes-Sendung möglich gemacht hat, die neben Elizondo auch viele wichtige militärische Augenzeugen präsentierte. Auch den Buchdeal für Imminent soll Dan Farrar vermittelt haben. Und nun also auch noch eine Dokumentation. Es ist immer wieder faszinierend, wenn neue Leute in dieser Sache ins Rampenlicht treten, von denen man zuvor noch nie gehört hat, die aber bereits seit Jahren eine maßgebliche Rolle hinter den Kulissen gespielt haben. Wer mehr über Farrar wissen möchte, in Wetted gibt es ein langes Segment über ihn und auch den Mitschnitt eines Gesprächs, das Patrick vor ein paar Jahren mit ihm geführt hat. Ich will nicht zu früh zu viel sagen, aber es sieht doch so aus, als hätte das Erscheinen des Buches von Elizondo wirklich eine Lawine der Enthüllung losgetreten. Wir werden jedenfalls über alle weiteren Entwicklungen berichten. Wie gesagt, glücklicherweise habe ich das mit der Einschätzung des Buches bereits am Wochenende erledigt. Denn abgesehen von den gerade beschriebenen Auswirkungen gibt es durchaus auch noch andere wichtige neue Informationen rund um das Phänomen, die unbedingt in einer aktuellen Wochenschau erwähnt werden sollten. Wie etwa eine Neuigkeit über den berühmten Tic-Tac-Vorfall. Bereits letzte Woche hatte ich berichtet, dass einer der damaligen Augenzeugen, Kevin Day, der für das Radar zuständig war, weitere Kollegen von damals geoutet hat. Der Kreis der bekannten Gesichter rund um diesen Vorfall hat sich damit also drastisch erweitert. Und nun gibt es weitere Neuigkeiten in einem Artikel der Daily Mail. Es handelt sich um einen erstaunlich langen, detaillierten und gut geschriebenen Bericht, wie man ihn eigentlich in einer Boulevardzeitung nicht erwarten würde. Aber wenn man sieht, wer ihn verfasst hat, wird einiges klar. Josh Boswell, der schon ähnlich gute Artikel für die Mail geschrieben hat, hat sich hier mit Chris Sharp von der Liberation Times zusammengetan. Und Sharp ist sicher einer der besten UFO-Journalisten überhaupt. Ich kann den Artikel nur empfehlen. Auf Knopfdruck lässt er sich auch bequem auf Deutsch übersetzen. Die zwei wichtigsten neuen Aussagen darin sind jedenfalls folgende. Erstens, nach Aussagen einiger Militärzeugen wurden damals alle Daten, insbesondere die Radaraufzeichnungen, sorgfältig gesammelt und an eine Station an Land übermittelt. Außerdem betonen die Zeugen, dass diese sicher noch existieren, weil auch viel weniger wichtige Daten von Manövern und Ereignissen in der Flotte stets über Jahrzehnte aufbewahrt werden. Konkret wird auch angesprochen, dass der ehemalige Leiter von Aero, Dr. Kirkpatrick, in diesem Punkt garantiert lügt, wenn er behauptet, dass es diese Aufzeichnungen nach seinen Erkenntnissen nicht mehr gibt. Zweitens, noch spektakulärer ist aber die Information, dass es den Schiffen bei dem Vorfall offenbar auch gelungen war, Sonaraufnahmen von Objekten unterhalb der Meeresoberfläche zu machen. Das ist brandneu. Damit hätten wir dann neben den Radardaten, den Augenzeugen und den Aufnahmen der FLIR-Kamera weitere bestätigende Messdaten für den Vorfall. Laut den Aussagen in dem Artikel sollen von den Schiffen und weiteren Messstationen Sonaraufzeichnungen gemacht worden sein. Die Objekte zeigen, die sich mit 740 km/h unter Wasser bewegen, was sensationell bis geradezu unmöglich ist. Gerade einmal die schnellsten Unterwasserraketen können sehr selten eine derartige Geschwindigkeit erreichen. Außerdem sei es, so der Artikel, gelungen, anhand der Messergebnisse mehrerer Sonarstationen eindeutige dreidimensionale Bilder der Objekte zu schaffen. Auch diese Daten seien weitergeleitet worden und man habe nie wieder etwas von ihnen gehört. Faszinierende Informationen. Gilt der Tic-Tac-Vorfall der USS Nimitz doch bisher schon als einer der
bestdokumentierten UFO-Vorfälle überhaupt. Sollte es diese Sonardaten geben, wäre deren Veröffentlichung ein großer weiterer Schritt in Richtung Disclosure, also Enthüllung. Oder zumindest Confirmation, also Bestätigung. Das oft genannte Zwischenziel aller bekannten Informanten und Whistleblower. Der indische Luft- und Raumfahrtingenieur Sridhara Panigar Somanath, offiziell S. Somanath, ist der oberste Leiter der Indian Space Research Organization, ISRO, also der indischen Raumfahrtbehörde. Und das ist nicht nichts, vor allem wenn man an die großen Erfolge denkt, die die indische Raumfahrt in den letzten Monaten etwa auf dem Mond gefeiert hat. In einem langen Podcast-Interview erklärte S. Somanath nun seine Haltung zu Außerirdischen. Diese bieten zwar keine neuen Enthüllungen und decken sich mit vielen vergleichbaren Aussagen anderer wichtiger Persönlichkeiten, reihen sich aber eben in diese ein und erhöhen damit die Zahl wichtiger Persönlichkeiten, die sich dazu äußern und somit das Thema einer breiteren Öffentlichkeit bewusst machen. Der indische Podcast, für den er interviewt wurde, hat fast 8 Millionen Abonnenten. Und auch mehrere Zeitungen berichteten über seine Aussagen. Im Wesentlichen erklärte der Weltraumchef, dass es aufgrund der Größe des Universums nicht nur möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich sei, dass es außerirdisches Leben und außerirdische Zivilisationen gibt. Und er als Techniker sieht auch kein Problem in der Überwindung der enormen Distanzen im Weltall. Allein basierend auf dem Fortschritt, den wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, wäre eine Zivilisation, die uns um 1000 oder noch viel mehr Jahre voraus ist, zweifellos in der Lage, den Weltraum zu durchfliegen und zu erforschen. Deshalb hält Somanath es auch für durchaus möglich, dass uns Außerirdische bereits besucht haben oder aktuell besuchen. Er betont allerdings, dass er dafür keine Beweise hätte und ergänzte, dass er Aliens, sollte es sie geben, lieber nicht begegnen möchte. Denn die Fragen, wer sie sind und was sie wollen, seien noch völlig offen. Er fürchtet, dass eine derartige Begegnung vielleicht zu Konflikten führen könnte. Wie gesagt, keine große neue Enthüllung, aber interessante Aussagen einer hochrangigen Persönlichkeit. Links in der Beschreibung. Und plötzlich war er da. Nach dem Rücktritt von Dr. John Kirkpatrick Ende vergangenen Jahres blieb der Posten des Direktors der UFO-Forschungsbehörde des Pentagons, ARRO, monatelang unbesetzt. Der Stellvertreter des ehemaligen Chefs, Tim Phillips, übernahm zwar, blieb dabei jedoch weitgehend unter dem Radar. Sichtbar war er nur kurz im Frühjahr, als er den vom US-Parlament angeforderten historischen Bericht präsentierte, der sich leider als fehleranfälliges und löchriges Machwerk erwies. Dabei verkündete er übrigens gleichzeitig den Aufbau neuer mobiler Detektionseinheiten namens Gremlin zum schnelleren Auffinden und Beobachten von UAPs, was aber kaum jemand mitbekam. Dieser Kanal hat berichtet. Zum eigentlichen Direktor wurde Phillips jedoch nie berufen. Stattdessen machte und macht sein alter Boss Dr. Kirkpatrick, der wunderbare Dr. Kirkpatrick, die Runden und erzählt jedem, der es hören möchte und auch jedem, der es nicht hören möchte, dass ARRO rein gar nichts gefunden hat und es keine Beweise für irgendetwas gibt. Nun gut. Jetzt wurde also der neue ARRO-Direktor bekannt gegeben. Sein Name lautet Dr. John T. Kozlowski. In der offiziellen Presseaussendung von ARRO heißt es dazu, dass er sein Amt bereits angetreten habe und weiter: Dr. Kozlowski bringt umfangreiche Erfahrung aus seiner Arbeit in mehreren wissenschaftlichen Bereichen mit, darunter Quantenoptik und Kryptomathematik, sowie aus der Leitung missionsorientierter Forschungs-
und Analyseteams. Auf der Website des Verteidigungsministeriums gibt es auch eine Biografie des neuen Doktors und Direktors, in der es unter anderem heißt: Dr. Koslowski machte seinen Bachelor in Mathematik und Physik an der California State University, San Bernardino, und seinen Doktor in Elektrotechnik an der Johns Hopkins University. Der Schwerpunkt seiner Doktorarbeit lag auf der Erfindung neuartiger Geräte, die Prinzipien der Quantenoptik nutzen, um sehr schwache, phasenkodierte Signale zu empfangen. Dazu gibt es einige weitere Informationen. Link zu beiden in der Beschreibung. Die wesentlichere Frage ist allerdings, wer ist Dr. Koslowski? Das heißt, welche Rolle hat er? Hat er sich schon früher mit dem Thema beschäftigt? Hat er eine Meinung dazu? Und wenn, eine positive oder negative? Hat er Verbindungen zu den Geheimdiensten oder zu Militärs? Hat er Kontakte zu den vermeintlichen Gatekeepern? Wird er ein genauso effizienter Verschleierungsagent wie sein Vorgänger Dr. Kirkpatrick, oder wird er, man möge mir den Wortwitz verzeihen, eine gründliche Kosloskopie des Phänomens vornehmen? Und wird er sich ab sofort öffentlich äußern und Interviews geben, oder müssen wir uns weiterhin mit der herablassenden Art und dem gequälten Gesichtsausdruck von Dr. Kirkpatrick, dem wunderbaren Dr. Kirkpatrick, herumärgern? Tatsächlich weiß man noch nicht viel. Und auch die Twitter- und Reddit-Ufologen haben noch nichts Näheres über seinen Background herausgefunden. Es bleiben also bisher alle wesentlichen Fragen offen. Und wir können nur hoffen, dass die Neubesetzung auch einen positiven Neustart des Büros bedeutet. Näheres dazu im Bericht auf Grenzwissenschaften aktuell, der auch eine deutschsprachige Version der Presseaussendung beinhaltet. Link in der Beschreibung. Zum Schluss wieder einige Videotipps für die Sonnenliege. Zwar neigt sich der Sommer dem Ende zu, aber einige heiße Tage scheinen uns noch zu erwarten. Und diesmal meine ich das meteorologisch. Also, Ross Coulthard war fleißig. Neben seinem Feature über Lou Elizondo hat er vor kurzem auch noch ein Interview mit Uri Geller online gestellt. Eine weltberühmte, aber mehr als umstrittene Persönlichkeit. Uri Geller war ja bereits in den 70er Jahren schon ein Star und brachte damals international vor Millionen von Fernsehzuschauern stehengebliebene Uhren zum Laufen und verbog Löffel. Dazu demonstrierte er andere geistige Fähigkeiten. Als Showman erster Güte dürfte Geller bei der einen oder anderen Vorführung sicherheitshalber auch ein wenig nachgeholfen haben. Was seinem Ansehen durchaus schadete, seinem Ruhm aber nicht. Im Laufe der Zeit erfuhr man mehr über ihn und weiß heute, dass er mit dem Mossad und anderen, etwa britischen Geheimdiensten, kooperiert hat. Und dass die CIA ihn ausgiebig testete und zu dem Ergebnis kam, dass seine mentalen Fähigkeiten, unter anderem des Remote Viewings, real sind. Das sind nicht seine Behauptungen, das lässt sich googeln. Im News Nation Interview erzählt Geller vieles davon und auch Neues, wie eine persönliche Begegnung als Kind mit einem UAP. Und von seinem Zusammentreffen mit Wernher von Braun. Davon zeigt er auch Fotos. Von Braun soll ihn mit außerirdischen Metallobjekten getestet haben und ihn in ein unterirdisches Lager mitgenommen haben, wo er eine große Anzahl von Körpern und Körperteilen von Aliens gesehen haben soll. Davon gibt es leider keine Fotos. Ich werde das Interview und die Glaubwürdigkeit von Geller jetzt nicht werten. Das Gespräch ist jedenfalls hochinteressant und ich empfehle jedem und jeder, es sich anzusehen und danach selbst zu urteilen. Ähnliches gilt für ein langes, langes Gespräch zwischen Daniel Sheehan und Jesse Michaels auf dessen Podcast American Alchemy. Im Gegensatz zu vielen anderen Videos auf diesem Kanal, die sorgfältig ausgearbeitete Filme sind,
handelt es sich in diesem Fall einfach um ein Gespräch zwischen den beiden. 3 Stunden lang plaudern sie über die brisantesten politischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte in den USA. Da geht es um die Kuba-Krise, die Ermordung von Präsident Kennedy, die Ermordung von Karen Silkwood und viele weitere prominente Ereignisse, bei denen Sheehan fast immer hautnah dabei war. Dazu seine Begegnungen mit dem Gründer der Scientology-Sekte, L. Ron Hubbard. Und immer wieder geht es um UFOs und was sie möglicherweise mit einigen dieser Ereignisse zu tun haben, etwa mit der Ermordung von JFK. Unter anderem skizziert Sheehan vor der Kamera das Foto, das er im geheimen Bereich der Project Blue Book Akten gesehen haben will. Sheehan stöbert auch in dunklen Ecken der US-Geschichte und bestätigt unter anderem Gerüchte, dass die Amerikaner schon zuvor von dem Angriff auf Pearl Harbor gewusst haben, die Attacke aber zuließen, um die amerikanische Öffentlichkeit für einen Krieg gegen Japan und das NS-Regime zu motivieren. Das Gespräch hat keine Struktur und endet auch nicht, sondern fadet irgendwann einfach aus. Auch hier möchte ich keine Wertung abgeben und nur einfach jeden einladen, es sich anzusehen und danach selbst zu urteilen. Der dritte Videotipp ist mein bereits am Anfang erwähntes eigenes Video mit der Kapitel-für-Kapitel-Vorstellung des Buches von Lou Elizondo, wer es noch nicht gesehen hat. Und weil in den Kommentaren regelmäßig danach gefragt wird, ob und wann eine deutsche Version des Buches erscheinen wird, meine Standardantwort dazu lautet, noch gibt es keine Ankündigung. Aber wenn das Buch wirklich sehr erfolgreich wird, wird sich wohl auch ein deutscher Verlag finden. In der Zwischenzeit kann man sich das Buch entweder Seite für Seite online übersetzen lassen oder eben vorerst meiner Zusammenfassung lauschen. Und falls ihr dann unbedingt noch mehr von mir sehen wollt, könnt ihr das diese Woche auch noch bei 2 anderen Gelegenheiten. Der österreichische Bodybuilder und Fitnesscoach Andreas Ofner hat einen Podcast zu genau diesen Themen. Allerdings erweitert er diesen jetzt um einen Bereich namens Outside the Bubble. Hier geht es unter anderem um Themen rund um das Phänomen. Ich war bei ihm zu Gast. Und in den nächsten Tagen wird das Video online gehen. Link zu seinem Kanal in der Beschreibung. Einen Link zum Video werde ich nachreichen. Etwa als Community-Beitrag hier auf YouTube. Eine gute Gelegenheit, euch zu bitten, diesen Kanal zu abonnieren. Je mehr Abonnenten, desto öfter wird er anderen vorgeschlagen. Desto besser können wir dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen. Die 2. Ankündigung folgt noch, aber zuvor noch eine weitere Bitte, nämlich diesen Beitrag zu liken, zu kommentieren und zu teilen. Außerdem könnt ihr mich unterstützen, indem ihr in meinem Merchandise-Store stöbert, mir Super Thanks oder ein Trinkgeld hinterlässt oder Mitglied dieses Kanals werdet. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Kanalmitglieder. Seit meinem letzten Shoutout sind wieder einige dazugekommen. Daher ein herzliches Willkommen an Friedrich Hauser, Erwin Lindemann, Kowalski Kowalski, Jan Kalin, Area 69, Haggis Hunter, Andreas Beer, Andreas Schneditz und Sternenstaub. Um das Zitat noch einmal zu klauen, Kanalmitglieder sind Rockstars. So, nun zur letzten Ankündigung. Wenn alles glatt geht, werde ich Ende der Woche noch in einem weiteren Podcast zu sehen sein. Und zwar in dem neuen Newsweek-Format auf dem JWR-Channel. Link auch dazu, sobald ich einen habe. Noch ein letzter Hinweis. Ich bin, wie gelegentlich erwähnt, auch für Vorträge, Podiumsdiskussionen und Ähnliches buchbar. Wer sich dafür interessiert, einfach an diesen Kanal schreiben oder auf meine Online-Visitkarte auf www.havas.at schauen. So, das wär's nun aber wirklich. In diesem Sinne immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.